Eva-Maria Himmelbauer von der ÖVP setzt fort. Das ist ein Beispiel dafür, dass Miteinanderreden uns auch weiterbringt. Ausgangslage, und das haben wir schon gehört, ist ein Antrag der Kollegen Furcella, Desoski, Mara und Bürstmeier, wo es darum geht, den Datenaustausch zwischen Polizei und Interventionsstellen sicherzustellen. Und zwar auch dann, wenn es kein Annäherungs- und Betretungsverbot gibt und es der Sicherheit, dem Schutz der gefährdeten Person und der Gewaltprävention dient. Aber im Rahmen des Dialogforums Gewaltschutz mit den Expertinnen und Experten wurden auch weitere Regelungslücken ersichtlich. Und zwar auch bei der Anordnung von Betretungs- und Annäherungsverboten. So ist aufgrund der Erläuterungen bei der Einführung 1997 dieses Verbotes der Fokus darauf gelegt worden, dass die Personen gemeinsam in einem Haushalt leben oder zumindest ein Bezug zu einer Wohngemeinschaft da ist. Aber nicht immer ist das der Fall. Und umso wichtiger ist, dass wir auch mit diesem Antrag, den wir bereits auch im Ausschuss dankenswerterweise einstimmig beschlossen haben, dass wir hier auch eine Korrektur vornehmen, dass nicht unbedingt eine Wohngemeinschaft vorliegen kann und muss, um ein Annäherungs- und Betretungsverbot auszusprechen. Gewalt in der Familie ist etwas, das oftmals unbemerkt bleibt. 2020 wurden 11.652 Betretungs- und Annäherungsverbote von der Polizei verhängt. Gegenüber den Jahren zuvor eine wesentliche Steigerung, die teilweise natürlich auch auf die Pandemie zurückzuführen ist. Seit Anfang des Jahres arbeiten wir massiv für Frauen und Mädchen im Sinne des Gewaltschutzes. Mit dem Maßnahmenpaket gegen Gewalt in der Privatsphäre wollen wir aktiv gegen Gewalt auftreten und die Präventionsarbeit stärken. Berechtigterweise wird ein Fokus auf die Bekämpfung von Gewalt an Frauen und Mädchen gelegt. Sie stellen die traurige Realität dar, wenn wir über Gewalt in der Familie sprechen. Aber was mich auch zum Nachdenken bringt, und mit dem möchte ich abschließen, ist die Statistik der österreichweiten Interventionsstellen für 2019 hinsichtlich der Opfer und Gefährder. 83% der Opfer von häuslicher Gewalt sind weiblich und 90% der Gefährder waren männlich. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, 17% der Opfer häuslicher Gewalt sind männlich und 10% der Gefährder sind weiblich. Wir müssen auch an dieser Stelle den Männern und Burschen die Sicherheit geben, sich an die Beratungsstellen wenden zu können, wenn sie Gewalt ausgesetzt sind. Sie kämpfen gegen Stereotypen, das starke Geschlecht sein zu müssen. Hilfe zu suchen wäre ein Zeichen der Schwäche oder Männern kann es gar nicht passieren. Zumindest in Berichten ist es selten der Fall, dass es berichtet wird. Und umso mehr kann sich Mann mit 2N vielleicht alleingelassen fühlen. Egal wen es betrifft, Gewalt ist nie in Ordnung. Jeder und jeder darf und soll sich Hilfe suchen. Du bist nicht allein. Eine Auflistung der Beratungsstellen findest du unter www.gewaltinfo.at. Informier dich, ruf an, lass dir helfen. Gewalt sei nie in Ordnung, auch Männer und Burschen, die von Gewalt betroffen seien. Für diese müsse es Hilfe geben. Auch Eva-Maria Himmelbauer von der ÖVP freut sich über die konstruktive Zusammenarbeit aller Fraktionen beim Thema Gewaltschutz.